Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen bei Einfach Talentfrei. Heute war ich wieder draußen unterwegs und habe meine Wildkamera, die Eisseeker IG 600, abgeholt. Und die war jetzt so circa 3-4 Wochen draußen. Das sehen wir jetzt gleich in den Zeitstempeln auch. Ja, falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie lang hält so eine Akkuladung, beziehungsweise nicht Akku, Batterieladung. Ich habe immer die Energizer, verwende ich immer, die ganz normalen. Und habe mich selbst schon immer gefragt, wie lang hält denn da so eine Batterieladung und wie viel Aufnahmen bekomme ich denn eigentlich auf so eine Karte drauf. Natürlich je nachdem, wie groß die ist. In meinem Fall waren es jetzt 64 GB. Ja, das Witzige ist natürlich, wenn sich vor der Kamera dann die Natur breit macht, wie in meinem Fall, da war dann nach einer Woche oder anderthalb, zwei Wochen, ist da irgendwie ein Baum vorne dran gewachsen. Und wenn man Glück hat, ab und zu der Wind dann die Blätter ein bisschen auf Seite weht und je nachdem, wie die der Wachstum ist der Pflanze und die Blätter dann oberhalb oder unterhalb der Kameralinse sind, kann man dann doch ein paar Sachen entdecken. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Sachen auch schon mal rausgefischt. Da hat wir hier einen Baummarder, der mal kurz wegspringt. Dann habe ich hier mal eine Nachtaufnahme, nur Wind. Da seht ihr jetzt die Blätter vor der Kamera, die hat es jetzt, weht es jetzt richtig zur Seite und man sieht das Bild einfach mal, ist auch ganz interessant. Allerdings, was mir hier aufgefallen ist, ihr seht es hier unten, 33 Grad am 30.06., also 34 Grad, kann ich mich nicht dran erinnern. Keine Ahnung, wie der Temperatursensor hier angebracht ist. Also vermutlich natürlich im Inneren der Kamera, aber ich weiß nicht, ob der eine Öffnung nach außen hat und dann misst. Theoretisch sollte das ja schon haben. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, hier sieht man jetzt die Pflanze hier im Mittelpunkt. Aber links haben wir ein Reh, das gerade aus dem Hintergrund vorne auftaucht. Die Aufnahme an sich ist toll. Also man erkennt das Reh schön. Und hier läuft die Aufnahme dann auch weiter. Hier ist jetzt auch von der Gradzahl, das denke ich mal, scheint jetzt wieder zu stimmen. 13 Grad. 4.7. Ja, da war es ein bisschen frischer. Unser Sommer ist ja 2024 aktuell noch nicht so toll. Das einen freut, das andere leid. Ne? Ich finde es eigentlich ganz entspannt, die Temperaturen. Ja, hier nochmal ein Reh. Das war jetzt relativ am Anfang, da war die Pflanze noch nicht im Weg. Ja, schönes Bild eigentlich, kann man nichts sagen. Ich hatte auch noch mal eine Aufnahme von dem Fuchs irgendwo in diesen ganzen Bildern, in die ganzen Aufnahmen, zeige ich euch mal. Wenn man jetzt hier runter scrollt, schöne Zeitrafferaufnahme, wie die Pflanze hier wächst. Super, jetzt sind wir schon bei 500 Aufnahmen, 600. Genau, also 600 Aufnahmen habe ich jetzt auf 64 GB draufgebracht, also nicht ganz voll, fast. Und richtet sich ja auch immer danach, wie lang die Aufnahme geht. In meinem Fall hatte ich am Tag immer 25 Sekunden eingestellt. Und nachts, weiß jetzt gar nicht, ich glaube 20, auch 25, beides gleich. Oh, hier sogar ein Reh im Hintergrund. Zufällig, aber leider durch den Bewuchs hier schlecht zu erkennen. Hatte ich das mit dem Fuchs schon erwähnt? Ich guck mal, ob ich das finde irgendwo in diesen 600 Aufnahmen. Der hat nämlich der war ein bisschen am Hinken, am Hinterlauf. Ich guck mal, ob ich es noch finde und dann hänge ich das noch mit dran. Hier könnte noch was sein. Nee. Ja. So sitzt man da vor seinen Bildern und überlegt dann, ob man sich jetzt 600 Aufnahmen durchschaut. Thank you.
Hier nochmal eine Nachtaufnahme. Grad haben wir jetzt hier. Ja, ich denke, das kommt wieder hin. Ich denke, das mit diesen 34 Grad da nachts, das war irgendwie Fehlmessung. Kann es ja auch geben. Hier rennt ein Reh hoch. Moment, ich mache noch mal kurz. Man sieht es ganz kurz. Hier oben noch mal. In der Abenddämmerung, 22.08 Uhr war das. Da hinten bewegt sich was. Aber nee, nichts mehr zu erkennen. Ja, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Also wie gesagt, 64 GB Karte, ca. 25 Sekunden Aufnahme, Tag und Nacht jeweils. Und es gehen dann, also ihr habt dann automatisch die Zeitrafferaufnahme, wenn ihr am besten Pflanzen mit vorne dran habt. Und über 600 Videoaufnahmen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Infos mitnehmen. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus.